Hey, mein Name ist Hugo Giesler und ihr kennt mich vermutlich noch als Hubertus Müller-Kelbach von Schloss Einstein. Der gute Niklas vom Best Outtakes bat mich, ein paar eurer bzw. seiner Fragen zu beantworten. Der Bitte bin ich gern nachgekommen, gerade weil es in den letzten Jahren sehr ruhig um mich geworden ist, was ich aber auch so wollte und beabsichtigt habe und was zukünftig auch so sein wird. Also vielleicht ein Lichtblick für den einen oder anderen oder auch ein Schock, wie auch immer. Ich würde direkt mit den Interviewfragen beginnen. Und zwar mit der ersten Frage. Was ist in der Zeit zwischen Schloss Einstein und heute grob alles in deinem Leben passiert? So einiges. Nach der Zeit bei Schloss Einstein habe ich mein Abi beendet, habe danach eine Ausbildung beendet und arbeite aktuell in der IT im Landratsamt. Genauer gesagt im Medienzentrum. Das heißt, wir betreuen die IT in den Schulen unseres Landkreises. Jeder von uns hat seine bestimmten Schulen zugeordnet bekommen und in denen darfst du dann praktisch frei walten und alle IT-Anforderungen umsetzen und neue Ideen. Genau, da bin ich aktuell beschäftigt, sozusagen. Zur Schauspielerei habe ich komplett den Rücken gekehrt, tatsächlich. Also ich hatte außer zwei Studentenfilme mit einem aus dem Schloss Einstein-Team noch, Terence, gar nichts mehr mit Film und Fernsehen zu tun, sozusagen. Und habe dem komplett abgeschworen, sozusagen. Wie bist du zu Schloss Einstein gekommen und wie lief dein Casting ab? Eine Frage, die ich schon sehr oft gehört habe und sehr oft beantwortet habe, aber ich tue es immer wieder gern. Und zwar gab es damals ein offenes Casting in Erfurt und meine Schwester kam auf mich zu und meinte: Hier, da ist ein Casting, geh doch mal hin, hast du nicht Lust? Und dem habe ich zugestimmt. Bin nach Erfurt gefahren, habe die Castingrunden mitgemacht und ich weiß gar nicht, wie viele es waren, ich glaube zwei oder drei. Und anschließend habe ich einen Anruf erhalten vom Castingbüro und da wurde mir mitgeteilt, dass ich nicht für die Rolle Tommy genommen werde, auch weil ich zu jung sei und so und das würde nicht so passen. Und dann war das Thema für mich erstmal gegessen und abgehakt und ich denke mal ein Jahr, anderthalb Jahre später habe ich nochmal einen Anruf bekommen vom Castingbüro mit dem Hinweis, ich sei wieder automatisch an einem Casting dabei gewesen und müsste nur noch zwei Runden oder eine Runde sogar nur noch, ich weiß es nicht mehr, mitmachen und es würde um die Rolle Hubertus gehen. Und dann dachte ich, okay, ja cool, mache ich das einfach nochmal. Und bin dorthin gefahren und ich glaube, es war nur eine Runde tatsächlich und die war direkt mit Stefan zwischen mir und noch einem Mitbewerber. Gerade mit Stefan, weil wir kurz nachdem Hubertus praktisch in die Schule kam, hatte ich ja diese Bogenschieß-Story mit Stefan und da wollten sie halt vorher sehen, natürlich, wie man miteinander interagiert und harmoniert. Nach dieser Runde habe ich dann später einen Anruf bekommen von wegen hier, ja, es hat geklappt. Und damit komme ich auch direkt zur dritten Frage und zwar: Kannst du dich noch an den Moment des Anrufs erinnern, als du erfahren hast, dass du bei Schloss Einstein dabei bist? Auf jeden Fall, weil ich kam von der Klassenfahrt wieder damals, war sehr müde, weil man kennt es ja, die Nächte, sie gehen lang und die ganzen Aktivitäten stecken einen dann schon noch in den Knochen und ich wollte eigentlich nur in mein Bett und habe einen Anruf auf dem Handy bekommen und habe den angenommen und dann auf einmal war das Castingbüro wieder dran von wegen, ja, hier, hey, du bist Hubertus, du hast die Rolle bekommen. Und dann ist natürlich die Stimmung schnell umgeschlagen, von sehr müde auf affengeil und gut drauf. Und das habe ich dann erstmal zelebriert mit Family und Freunden auf jeden Fall. Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Drehpartnerinnen und wenn ja, zu wem? Tatsächlich ist der Kontakt dann recht früh eingeschlafen, nachdem ich dort aufgehört habe. Lag vielleicht auch an mir, ich weiß es nicht. Und habe deswegen nur noch so oberflächlichen Kontakt zu wenigen Personen, unter anderem zu Yannick. Zu Robert, also Dr. Berger, und zu Frankie. Frankie ist Frank Stoje, unser damaliger einer der Regisseure damals. Und genau zu denen hatte ich ab und an noch Kontakt und gegenseitigen WhatsApp-Story stalken und sowas alles. Wie war das Leben als Kinderdarsteller und welche Schattenseiten hatte es vielleicht in Bezug auf Druck, Stress, Öffentlichkeit etc.? Ich muss sagen, Schattenseiten hatte es für mich persönlich gar keine. Ich kam mit allem sehr gut klar. Ich kann nur Positives sagen. Mich hat das extrem weitergebracht, die damalige Zeit, also gerade in Bezug auf Selbstorganisation, auf Arbeiten unter Druck, in Bezug auf deine rhetorischen Fähigkeiten, dann auch allgemein auf deinen Reifeprozess. Ja, bist ja sehr jung und hast sozusagen einen fast Fulltime-Job neben der Schule und das lässt dich reifen, gerade weil du ja überwiegend mit vielen älteren Personen zu tun hast, also Erwachsenen sozusagen und das lässt dich schnell reifen und das bringt dich auch weiter, finde ich. Also mich hat es nur weitergebracht. Ich kann nur Positives sagen. Die einzige Schattenseite, die mir jetzt einfallen würde, wäre vielleicht wenig Schlaf, wenn du
älter bist, also so ab 16, dann drehst du ja auch länger, so bis 22 Uhr. Und wenn du dann dich abgeschminkt hast, dort umgezogen hast, dann geht ja schon mal Zeit noch ins Land. Und ich hatte einen recht langen Anfahrtsweg. Wir wurden zwar immer gefahren, also wir hatten so Fahrdienstleister sozusagen, die uns da immer abgeholt haben und auch heimgefahren haben, aber wenn du dann, eh du dann zu Hause bist und geht noch ganz schön Zeit ins Land und ich glaube, das war so das Einzige, dass du vielleicht wenig Schlaf bekommen hast, wenn du am nächsten Tag noch in die Schule musstest. Wenn du damals eine Sache beim Dreh hättest ändern können, die dich gestört hat, welche wäre das gewesen und warum? Mir fällt ad hoc keine ein. Zum Glück habe ich mir vorher Notizen gemacht. Das Einzige, was ich vielleicht hätte ändern wollen, wäre, dass ich damals mit Yvonne, der Produktionsleitung, liebe Grüße an der Stelle, über meinen zukünftigen Vertrag gesprochen hatte und ob ich noch weitermache und verlängere. Und damals war so, hatten wir auch darüber gesprochen, was vielleicht Hubertus noch erwartet, was für Stories vielleicht kommen oder geschrieben werden. Und wir hatten angesprochen, dass es auch eine Story zu meinem Vater geben wird. Der wurde ja bis dato nur erwähnt und einmal kurz gesehen, als wir ins Theater gegangen sind. Aber sonst blieb das ja eine unbekannte Person. Und wir wollten den eigentlich verkörpern lassen, sozusagen. Und es sollte einen Schauspieler verkörpern. Und wir hatten es an Sky Dimon gedacht. Vielleicht auch nur aus Spaß damals. Aber das wäre tatsächlich cool gewesen. Und das hätte ich ändern wollen. Einfach mit Sky Dimon, den ja jeder kennt eigentlich in Deutschland, mal zu spielen, ihn mal zu treffen. Das wäre witzig gewesen, glaube ich. Wie sah damals zu Drehzeiten ein typischer Tag in deinem Leben aus? Und dazu im Vergleich ein heutiger Tag. Ein damaliger Drehtag oder zu Zeiten des Drehs sah eigentlich wie folgt aus, dass ich natürlich morgens in die Schule bin. Dann ist abhängig davon, wie oft du gerade erwähnt wurdest im Drehbuch. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ich hatte irgendeine große Story. Das heißt, ich war sehr oft am Set. Bedeutet aber auch, dass du hin und wieder vom Unterricht befreit wurdest. Und meine Schulleitung damals hatte nichts wirklich dagegen. Die hat das immer akzeptiert. Es gab aber auch andere Schulleitungen bei anderen Drehpartnern sozusagen. Da war das eher ein Problem. Bei mir glücklicherweise nicht. Deswegen hatte ich viele Fehlstunden auch und ja, dann bist du zum Set gefahren und hast gedreht und abhängig davon, wie lang, du durftest aber auch nur eine gewisse Zeit am Set sein und auch am Set direkt, da gab es Vorschriften vom Jugendamt, hat uns Stippi als allererstes in Empfang genommen, das ist ganz wichtig, liebe Grüße an der Stelle, mein Freund, unser Kinderbetreuer sozusagen, der Vater am Set von uns, der uns immer betreut hat, der auf uns aufgepasst hat, der uns hochgeholt hat, der uns aufgeputscht hat sozusagen, der immer für uns da war. Absolut lieber Kerl und der hat sich halt um uns komplett gekümmert und auch alles organisiert. Der wusste, wann wir wo zu sein haben und hat auch geguckt, dass das auf jeden Fall eingehalten wird. Und das war grandios. Der Kerl, bester Mann. Ja, genau, dann warst du am Set, dann bist du heimgefahren und dann war es natürlich auch schon spät meistens oder oft und ja, dann warst du klimperklar und hast vielleicht noch deine Hausaufgaben erledigt. Heute sieht mein Leben ähnlich strukturiert aus. Ich stehe früh auf, ich gehe danach mit meinen Hunden und laufe eine Runde, bevor ich an die Arbeit gehe. Und dann ist es abhängig davon, ob ich Außendiensttermine habe, ob ich Homeoffice habe oder ob ich ins Büro fahre. Entsprechend kann ich mir dann die Zeiten legen und bin da sehr freischaffend unterwegs sozusagen und nicht unbedingt an Zeiten gebunden, was super gut ist und was ich super als super angenehm empfinde. Und genau, dann bis Nachmittag arbeite ich, dann komme ich heim, gehe wieder mit meinen Hunden und danach gehe ich mit meinen Hobbys nach. Wie der ein oder andere vielleicht gesehen hat, gehe ich zur Jagd. Ich habe Hunde, die ich ausbilde und mit denen ich trainiere und das steht auch jeden Tag auf dem Tagesprogramm sozusagen und genau, ähnlich strukturiert. Wie viel Geld hast du damals bei Schloss Einstein verdient? Das ist eine Frage, die ich gar nicht weiß, ob ich die beantworten darf. Ich weiß nicht, ob ich damals irgendwas dazu unterschrieben habe. Ich würde auch ungern der Erste sein und direkt Zahlen nennen, also direkte Zahlen, die einen betreffen, weil ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht unterschiedlich verdient haben, keine Ahnung. Deswegen würde ich es einfach eingrenzen. Es ist zum einen gestaffelt, ob du unter 16 bist oder über 16, beziehungsweise gleich 16. Unter 16 hast du unter 100 Euro, knapp unter 100 Euro verdient pro Drehtag. Und als du dann 16 geworden bist, hast du mehr Geld bekommen und zwischen 100 bis 150 Euro, vielleicht auch mehr, verdient pro Drehtag. Man muss dazu sagen, so ein Drehtag geht ja keine 8 Stunden für uns, ne? Also der liegt ja unter 8 Stunden und daher war das am Ende des Monats, je nachdem, wie oft du halt erwähnt wurdest, das ist natürlich abhängig, wie oft du gedreht hast,
dennoch eine schöne Summe, die zusammengekommen ist. Und ich meine, wir waren im Alter zwischen 13 und 17. Das ist ein super Taschengeld. Ne? Und wenn du dir da noch ein bisschen was zurückgelegt hast, kannst du heute noch oder hast du danach auf jeden Fall noch davon profitiert. Andernfalls hast du ein super Leben gehabt, als du, wenn du es ausgegeben hast zu diesem Zeitpunkt. Also wir können uns auf keinen Fall beklagen, rückblickend. Was war dein lustigster Fanmoment, den du erlebt hast? Lustigster Fanmoment habe ich auch länger überlegt. Ich glaube, es war damals, als ich ungefähr so 2 Jahre vielleicht bei Schloss Einstein dabei gewesen bin, also schon ausgestrahlt wurde auch, war ich in Stralsund im Meeresaquarium. Und mit meiner Nichte, die war zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube so 5, 6. Und wir standen in der Reihe und wollten halt Eintritt zahlen. Und hinter uns war eine Schulklasse. Ich würde mal sagen, so 13, 14 Jahre alt. Und die haben angefangen zu tuscheln. Und haben einen natürlich erkannt, haben mich aber nicht direkt angesprochen, weil, weiß ich nicht, sich nicht getraut, wie auch immer. Und man hat aber in den Gesprächen schon gehört, dass es um mich ging. Und meine Nichte hat das damals natürlich auch wahrgenommen und war extrem schnell genervt davon. Dann hat sich umgedreht und hat die Teenies zusammengefaltet von wegen, sie sollen jetzt leise sein und dass ich sie ja sei und dass sie mich entweder ansprechen sollen oder ruhig sein sollen. Und das fand ich so niedlich, weil dieser kleine 6-jährige Stift die Teenies da zusammengefaltet hat und das war sehr niedlich. Und ja, danach haben wir noch Fotos gemacht und es gab auch Autogramme. Genau. Wie haben deine Mitschüler damals darauf reagiert, dass du bei Schloss Einstein mitgespielt hast und gab es vielleicht auch konkret Freundschaften, die daran kaputt gegangen sind? Also Freundschaften daran kaputt gegangen sind keine und die haben auch nicht irgendwie besonders darauf reagiert. Also für die hat sich ja nichts geändert. Ich habe mich nicht geändert, die Situation hat sich nicht geändert. Außer, dass ich vielleicht hin und wieder bei manchen Events nicht dabei war, weil ich drehen musste oder so. Aber ansonsten war das jetzt nichts Aufregendes für die. Ne? Das war halt so, als würde ich weiter Fußball spielen oder Handball im Verein oder wie auch immer. Genau, das haben die jetzt nicht anders aufgefasst. Hast du heute noch in irgendeiner Weise Verbindung zu deiner damaligen Rolle beziehungsweise wirst du heute noch erkannt auf deine Schloss Einstein-Zeit angesprochen? Ich habe keine Verbindung jetzt zur damaligen Zeit direkt. Ich habe, wie ihr vielleicht das auch gesehen habt, nicht jetzt irgendwie noch groß Werbung dafür auf Facebook oder Instagram gemacht. Ich habe da ein bisschen Abstand zu gewonnen, werde aber natürlich immer noch hin und wieder erkannt, obwohl man sich selber verändert. Bis vor ein paar Wochen hatte ich noch einen Schnorres, hatte ich einen Schnauzbart und da überlegen viele, weil sie dich nicht direkt erkennen, aber irgendwann sprechen sie sich schon drauf an. Und gerade jetzt, wenn ich viel in Schulen unterwegs bin und da die IT eben betreue, dann hast du ja sozusagen gerade die Altersgruppen, die das vielleicht noch schauen, die Wiederholung, und ab und an spricht dich schon noch jemand drauf an. Ja. Aber das ist absolut nicht schlimm. Ich mache gerne Fotos, ich erzähle gerne mit euch. Genau, ich beiß nicht und bin da sehr offen. Was hast du in der Zukunft noch alles vor? Ich habe mir jetzt keine großen Meilensteine gesetzt tatsächlich, außer dass ich ein Haus bauen möchte jetzt demnächst, in nächster Zeit. Ich bin auf der Suche sozusagen nach Grundstück oder vielleicht auch direkt schon Grundstück mit Haus. Mal schauen, das ist der einzige Meilenstein, den ich mir jetzt privat gesetzt habe. Beruflich, ja, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, klar. Möchte nicht auf der Stelle treten, möchte weiterkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein explizites Vorhaben habe. Ich möchte noch viel reisen, ich möchte noch ein bisschen was erleben natürlich in meinem Leben, aber nichts Konkretes sozusagen, was ich euch jetzt benennen kann. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meine Vergangenheit geben und eure Fragen zu eurer Zufriedenheit auch beantworten. Ich wünsche mir eins, und zwar, dass ihr ein Like da lasst. Vielleicht auch, dass ihr kommentiert, wenn ihr noch weitere Fragen habt und vor allem, dass ihr schon Best Outtakes abonniert habt, denn der Niklas macht sich richtig Gedanken und will euch immer geilen Content liefern und ich finde, das macht er auch. Wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, beziehungsweise da noch ein bisschen dranbleiben wollt, dann könnt ihr mich abonnieren auf Instagram. Ich glaube, er wird es hier einblenden. Und muss euch aber dazu sagen, dass ihr wenig aus meinem Alltag erfahrt, sondern mehr was die Jagd betrifft, was Hunde betrifft und ab und an auch mal ein bisschen was zum Snowboarden. Genau, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ihr Mäuse. Vielen Dank für euren Support sozusagen, dafür, dass ihr Schloss Einstein so feiert und bleibt wie ihr seid und bis dahin, macht's gut.